El Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Stürmische politische Zeiten in Österreich, einerseits die Krisen, die diversen Krisen, immer mehr Ängste auch, was die finanzielle Zukunft angeht, Armut, die steigt, Vermögensschere, die auseinandergeht, Schwarz-Blau in Niederösterreich, das jetzt sehr bewegt und sehr viel Kritik hervorruft, aber auch die Krise der SPÖ oder der Machtkampf auf offener Bühne in der SPÖ. Zu all diesen Themen möchte ich jetzt Volkshilfechef Erich Fenninger befragen. Schönen guten Abend. Guten Abend, danke Frau Daniel für die Einladung. Ich freue mich, Herr Fenninger, ich fange am Anfang an mit der Situation, nämlich der wirtschaftlichen Situation. Da gibt die Regierung zwar sehr viel aus, aber was erleben Sie als Chef der Volkshilfe in der Realität mit Familien in Österreich? Wie können die derzeit leben? Ja, ich möchte zunächst sagen, ich möchte schon anerkennen, dass die Bundesregierung etwas sieht, analysiert und tut. Mhm. Das zu Kritisierende dabei ist, dass viele der Maßnahmen für alle sozusagen gerichtet sind und nicht jene Menschen unterstützt, die es am meisten brauchen. Der Fiskalrat, Professor Badl, sagt 35%, muss man sich vorstellen, 35% der österreichischen Bevölkerung hat definitiv Schwierigkeiten, das Leben, das primäre Leben bis Ende des Monats zu finanzieren. Die, die vielleicht früher noch ein wenig sparen konnten, ein paar Euro am Ende des Monats hatten, die müssen jetzt sozusagen in ihr Erspartes hineingreifen, um das Leben zu sichern. Mhm. Und die zweite, also das heißt die Mittelschicht, die untere Mittelschicht ist massiv betroffen. Die zweite große Problematik sind diejenigen, die schon vorher armutsgefährdet waren oder diejenigen als dritte Gruppen, die armutsbetroffen sind. Und welche Personen sind es? Die sind natürlich einmal Alleinerzieherinnen, zu großer Anteil, Mehrkinderhaushalte. Es sind durchaus auch ältere Menschen, die betroffen sind jetzt und die nur Ausgleichszulage oder so leben können oder Mindestpension haben. Und ganz extrem haben die Kinder an den Folgen zu leiden. Mhm. Also das ist sozusagen das Bild. Und mit Zahlen zu belegen, wenn man sieht, dass die Umfragen zeigen, dass 30%, die jetzt eine Angst haben, zum Beispiel die Mieten nicht zahlen zu können oder jetzt schon 455.000 Menschen jetzt die Mieten nicht bezahlt haben und hier schon Mietrückstände aufgebaut haben, dann würde ich meinen, ist das für Österreich erschreckend und ich hätte mir das vor 5, 6 Jahren in der Dimension nicht vorstellen können. Das heißt, eine Mietpreisbremse, wie sie derzeit Grüne und Rote fordern, ist aus Ihrer Sicht dringend nötig? Ich sehe es fast zwingend an. Ich kann nur appellieren jetzt an die Bundesregierung, insbesondere an die ÖVP, dass man hier wirklich die Mietpreisbremse einführt. Warum? Weil im letzten Jahr schon eine Steigerung war von bei 12% und jetzt noch einmal die 8, dazukommen würden. Und wir auch sehen, dass in den letzten Jahren auch die Mieten in Summe bei 40% gestiegen sind. Dann können sich viele Familien, Menschen in Österreich das Leben nicht mehr leisten und die Mieten nicht leisten. Und denke, der Bundesminister Rauch hat den Wohnschirm aufgespannt mit uns. Also wir Volkshilfe dürfen ja den Lead haben. Und es gibt viele Beratungsstellen von vielen sozialen Organisationen in Österreich. Das ist gut. Man unterstützt Menschen, die hier leben und in Mietrückstände gekommen sind. Das ist eine Maßnahme, die ich schon sozusagen hier einbringen möchte. Aber in Summe ist es zu wenig. Ja? Also müssten alle Mieter und Mieterinnen entlasten. Und das ist wichtig, dass das nicht mehr als 2% Steigerung darstellt. Herr Fenninger, die Volkshilfe ist eine unabhängige NGO, aber Sie sind ja auch Mitglied der SPÖ, also muss ich Sie jetzt auch zu dem, was die SPÖ da aufführt, ansprechen. Und da fange ich als Erste an. All diese Themen, die Sie jetzt besprochen haben, würde man auch politikwissenschaftlich als durchaus daheim bei der Sozialdemokratie ansehen. Man hat aber den Eindruck, der SPÖ sind all diese Sachen derzeit nicht so wichtig, weil es geht darum, ob jetzt Hans-Peter Doskozil sein Ziel erfüllen kann, das er seit mehreren Jahren hat, und Pamela Rendi-Wagner ablösen kann. Und man hört eigentlich von beiden Seiten jetzt nur noch, da, wie sie selber gewinnen wollen. Mhm. Wenn Sie mich jetzt als Volkshelfer fragen, in Zusammenhang zur Arbeiterinnenbewegung, jetzt halt Sozialdemokratie, dann würde ich sagen, ist erlebsbestürzend.
nämlich gegenüber diesen 35% der Bevölkerung, die jetzt das Leben sich nicht leisten können, gegenüber denen ist es letztlich nicht zumutbar, dieses Schauspiel. Mhm. Es ist auch nicht zumutbar aus meiner Sicht der Jugend. Ja. Mhm. Wir haben Riesenherausforderungen, wir haben eine Klimaerwärmung. Wir sehen jetzt gerade in Australien, wo hunderttausende Fische verenden. Gestern in Malaysia, nicht? Also diesen Sturm, wo man sieht, dass wir immer mehr Auswirkungen haben, die dramatisch sind. In Österreich die Dürre, vor allem im Osten sozusagen Österreichs. Also das ist etwas, was ich unverzeihlich gegenüber der Jugend empfinde, hier nicht substanziell Änderungen anzustreben. Es ist letztlich gegenüber der eigenen Geschichte wahrscheinlich auch nicht wirklich verantwortungsvoll, dass man in einer Krise oder in einer Situation, wo die Menschen einfach, die wenig Einkommen haben, nicht präsent ist und die Lösungen adressiert, dass man eine Klimakrise hat, wo man nicht die Lösungen arbeitet, sondern dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Und das finde ich aus der Position dieser betroffenen Menschen dramatisch. Und wir arbeiten mit armutsbetroffenen Kindern, mit Jugendlichen, mit Familien, mit Müttern, mit Vätern zusammen. Und die artikulieren das auch, ja? Dass sie eigentlich sagen, es wäre nicht so schlecht, in der Republik auch ein Angebot der Sozialdemokratie zu haben. Und das offerieren sie derzeit nicht, weil sie sich nur mit sich selbst beschäftigen. Mhm. Und ich würde meinen, aus meiner Position heraus, es wäre doch richtig, und da würde nicht nur die Sozialdemokratie sehen, dass man Parteien von mir aus gründet, die sozusagen versuchen, Interessen der Bevölkerung sozusagen zu formulieren und aber nicht verkommen am Ende des Tages zur Selbstbeschäftigung. Also wenn eine Partei nur mehr sozusagen wichtig ist als Apparat des Gelingens und der Machteroberung, aber nicht mehr das repräsentiert, wofür sie gegründet ist, dann hat man Glaubwürdigkeit so ziemlich alles verloren. Mhm. Und deshalb wünsche ich mir schon auch eine Sozialdemokratie oder ökologische Partei, die wirklich diese Lebenswelten verbessert. Und deshalb empfinde ich es auch dramatisch. Wir haben beispielsweise einen Zulauf von 50% in unseren Beratungsstellen. Sozialmärkte, die im Prinzip für ein reiches Land nicht der richtige Weg wären, da kommen auch 40-50% jetzt mehr in diese Einrichtungen. Und aus dieser Situation heraus müssten Lösungsvorschläge gemacht werden, wie wir Österreich wieder so gestalten, dass diese 30-40-45% mittlerweile unserer Bevölkerung das Leben sich wieder leisten können und teilhaben können. Sollte man meinen. Gleichzeitig ist es aber so, dass in der SPÖ, es findet ja jetzt am Mittwoch noch einmal eine Präsidiumssitzung statt, nachdem letzte Woche nur vereinbart wurde, dass eine Mitgliederbefragung kommen soll und dann ein Parteitag, wo es um das Prozedere geht. Und da hat das Team Doskozil in der kleinen Zeitung schon erklärt, dass sie die Wahlkommission oder dessen Vorsitzender, der ein Wiener ist, ein Wiener Urgestein, ein ehemaliger Vertrauter von Michael Häupl, der Harry Kopitz, deswegen nicht quasi akzeptieren wollen. Was ist denn das für ein Bild für eine Partei? Da frage ich Sie jetzt als Parteimitglied, die quasi wo Funktionäre anderen Funktionären ihrer Partei de facto Wahlmanipulation vorwerfen. Wer soll die dann noch wählen? Also ich gebe Ihnen recht, also zumindest drückt es mal aus, dass man kein Vertrauen mehr zueinander hat. Ja? Mhm. Und eigentlich müsste eine sozialdemokratische Partei, wenn sie sie ernst nimmt, ja, sozial sein und vertrauensvoll miteinander umgehen. Und wenn man untereinander schon respektlos umgeht, dann interpretieren das die Menschen auch, dass man nicht ernst genommen wird. Und das ist ein Grundproblem unserer Gesellschaft, dass viele das Gefühl haben, dass dieses System, das politische, gesellschaftliche System, sie nicht mehr repräsentiert. Das formuliert ja auch die Rechte in Österreich. Ja. Letztlich auch zu Unrecht, ja, dass sie formulieren, dass die Bevölkerung nicht mehr repräsentiert ist von dem System. Sie gibt nur komplette falsche Antworten aus meiner Sicht, weil sie es nicht lösungsorientiert einbringen, sondern nur Hass sehen und sagen, die anderen sind schuld und damit ist noch nichts gelöst. Aber das Bild wäre natürlich den Menschen, die aufgrund der Dynamik letztlich das Gefühl haben, meine Stimme zählt nichts. Ja? Also wir erleben das am Wahltag zum Beispiel. Mhm. Wir
wir sehen, dass die Menschen mit wenig Einkommen nicht mehr wählen gehen von der Tendenz und Menschen, die viel Einkommen haben, wählen gehen. Warum? Ja, weil die, die wenig Geld haben, kein soziales Kapital haben, das heißt vernetzt sind, die können nicht mit der Politik sprechen, sind da nicht in der Lage, sozusagen ihre Interessen zu formulieren und haben das Gefühl, es ändert sich nicht, nicht. Und Menschen, die halt finanzielles Kapital haben, Bildungskapital haben, die haben Netzwerke, die können sie austauschen, die können über die Wirtschaft oder über andere Bereiche sozusagen ihre Interessen formulieren. Und das ist dramatisch für die Gesellschaft. Die Uridee war ja sozusagen One Guy, One Vote. Jeder von uns hat dieselbe Stimme, hat dasselbe Gewicht in einer Gesellschaft. Und das sehen die ganz genau, dass es nicht stimmt. Wir versuchen in unserer Rolle sozusagen mit den Armutsbetroffenen zu arbeiten, mit den Alleinerzieherinnen, mit den Armutsbetroffenen, mit den mentell Erkrankten und transportieren sozusagen, ich komme oft manchmal vor wie in einen Lift, wo ich gerne eigentlich mit den Menschen bin, die durchaus Problemlagen haben und benachteiligt sind und transportiere es mit ihnen für sie hinauf. Mhm. Aber eigentlich wäre das ja die Uridee auch einer Sozialdemokratie, auch einer ökologischen Bewegung, natürlich in ihren Thematiken, mit den Menschen die Lebensfalten zu verhindern. Und das finde ich wirklich dramatisch, dass das nicht gelingt und damit erodiert letztlich auch unsere Gesellschaft. Weil wenn man sieht, dass durch diese extreme Ungleichverteilung, ne, dass, wenn man sieht, dass der Vermögenszuwachs, der bei 60 Billionen Dollar weltweit liegt, den kassiert nur 1% der Bevölkerung. In Österreich auch, weil 1% besitzt 40% und die untersten 2% haben faktisch fast gar nichts. Dann ist es ja nicht nur sozusagen, die einen haben viel, die anderen haben wenig, sondern es geht darum, dass ja auch die Subjekte, die Menschen, keinen Einfluss mehr haben auf die Gestaltung. Und das zeigt, dass natürlich in Europa, weltweit, es dazu führt, dass immer mehr Leute mit der Demokratie, die eigentlich das richtige Instrument wäre, unzufrieden sind, weil die Demokratie sich selbst aushöhlt, wo nur mehr die Starken wirklich entscheidend ihre Fußspuren hinterlassen und das Gesellschaftssystem gestalten. Das umschreibt auch sehr gut die derzeitige SPÖ, wo es ja jetzt eben diese Mitgliederbefragung geben soll zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil. Ich habe mit mehreren SPÖ-Mitgliedern in Österreich geredet, da wird der Ruf nach einem dritten Kandidaten immer lauter. Ist das etwas, das Sie teilen? Glauben Sie, dass ein Dritter kandidieren sollte? Also es ist ja schon oft der Weg gewählt worden, der nicht immer falsch war, dass wenn sozusagen wenn zwei Pole so stark sich in eine Situation begeben haben, die sehr konträr ist und so und konfliktorientiert ist, dass sozusagen dann die dritte Person, die berühmte, aufgetaucht ist. Das hat es in der Geschichte schon gegeben. Zunächst, glaube ich, wäre es aber schon wichtiger mal, dass die beiden ein Profil entwickeln. Ne? Also wir kennen vielleicht Pamela Rendi-Wagner besser, weil sie in einer Spitzenfunktion ist. Wir wissen einige Projekte im Burgenland, die zum Teil geglückt sind und vielleicht zum Teil weniger. Aber ich glaube, das ist halt auch so schlimm ist, insbesondere wieder für Sozialdemokratie, dass man letztlich wieder über Personen spricht. Ja. Aber wenn ich wieder die Repräsentanz der Bevölkerung einnehme, ja, diese 30-40%, die darunter leiden, dann ging es ja darum, einmal zu sagen, wohin geht die Sozialdemokratie? Mhm. Wie ist die Antwort auf eine Verteilungsgerechtigkeit? Kann man es zulassen, dass also ein oberstes 10% der österreichischen Bevölkerung sozusagen alles nimmt? Ja? Dass sie letztlich auch jetzt die Klimafrage stellt, die schon die aber auch so gelöst werden muss, dass die Menschen mit wenig Einkommen das auch leisten können. Nicht? Weil es sind ja nicht die Welt abfackeln, da nicht in Österreich, sondern es sind diejenigen, die einen deutlich höheren, ich glaube 40% Fußabdruck machen, die 10%, die in Österreich wohlhabend sind. Mhm. Und die Transformation sozusagen muss dort passieren und nicht bei den Leuten, die glauben, na ja, jetzt habe ich ein Problem, wie komme ich dann in die Arbeit? Das ist nicht der Punkt. Wir müssen das verändern und da sehe ich wirklich in der Sozialdemokratie Lücken, diese zu füllen, nämlich auch intellektuell von der Programmatik her, wie man das anstellen kann. Und ich glaube, es wäre leicht. Ja.
Also wir können sagen, wir müssen die untersten Einkommen stützen mit unseren Steuergeldern, das wir alle verdienen können, nicht alle gefördert, das sehe ich nicht ein. Mhm. Also es können die gefördert, die einfach nicht zu Rande kommen oder die gern gefördert, dass sie in Jobs kommen und sich für selbstständigen können oder die Kinder, die mir besonders wichtig sind, die armutsbetroffen sind, die wir sehen in der Langzeitforschung, die sind in 25 Jahren die armutsbetroffenen Arbeitslosen von morgen, obwohl die Wirtschaft die eigentlich brauchen will. Also es werden die Antworten gar nicht so schwer zu geben. Sie werden nur trotzdem nicht gemacht und wenn man sie sozusagen immer nur mit seiner eigenen Organisation beschäftigt und sich entkoppelt, dann ist es der falsche Weg. Und ich glaube, genau das raus. Möglich wäre unter Sozialdemokratie von der Geschichte her, wenn die Analyse wieder da ist und sie wissenschaftlich ist, eine Programmatik entwickeln kann, die schon ein Angebot ist für Menschen, die ihnen es nicht gut geht. Bevor ich dann noch zu Schwarz-Blau komme, noch eine inhaltliche Frage, weil Sie sich natürlich beim Thema Pflege gut auskennen und Sie haben schon das Modell Burgenland gebracht, dass da manches geglückt, manches nicht so geglückt ist. Was halten Sie denn von diesem Konzept der pflegenden, also Anstellung für pflegende, für pflegende Angehörige, die fast immer Frauen sind? Mhm. Und im Burgenland sind da, glaube ich, nur knapp 400 Menschen, die dieses Angebot überhaupt angenommen haben. Also ich glaube, das Wesentliche ist einmal zu Beginn, dass man, wenn die Politik ja uns so gern sagt, alten Baum verpflanzt man nicht und die Menschen sollen zu Hause bleiben, wissen muss, dass das ja grundsätzlich passiert in Österreich. 80% werden zu Hause gepflegt. Wir sehen, und wir haben auch dazu Forschung betrieben, dass diejenigen, die sozusagen pflegerische Arbeit machen, es diejenigen sind, die in der Familie als erstes aufzeigen. Mhm. Also wir sehen aus der Forschung, und das sind meistens die Frauen, die gehen hinein und sagen, übernehmen wir Pflegearbeit und die anderen gehen zurück. Das bedeutet, dass meistens eine Person überbleibt und die ganze Last rund um die Uhr auf sich hat und die anderen weg sind. Und deshalb, und das Zweite ist auch schon wichtig, dass wir bei Carers Career, das ist sozusagen, wie geht es den pflegenden Angehörigen, kann man Beruf und Angehörigenarbeit verbinden, sehen wir, dass viele darunter leiden, dass sie aus dem Job rausgegangen sind, wenn sie noch im Job waren, dass sie hochgradig isoliert werden. Das heißt, zusammengefasst müsste die Antwort sein, wir müssen die Angehörigen stärken und nicht und Dienstleistungen für sie anbieten. Wir haben ein eigenes Konzept, das, wo wir hingehen mit Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen und in einer Stunde sozusagen auswerten, wo sind die Belastungen, finanziell, psychisch, körperlich, gesundheitlich und so weiter. Pflege das, kann ja auch schwerst abgeben. Genau, und das dann auswerten und zum Beispiel ein Netzwerk wieder aufstellen, dass wir sagen, hallo, liebe Schwester, lieber Bruder, komm mal dazu, Freunde wieder aktivieren. Das wäre mein auch die Lösung, die viele Menschen als große Unterstützung erleben würden. Die Idee, so einen Angehörigen anzustellen, wir wissen, dass es einige gibt, für die das passt. Ja? Aber es ist nicht das Modell, das die Pflege löst. Und das, was wir bedauern, immer wieder, dass man so ein kleines Segment herausnimmt und ich habe eine Idee und das setze ich um. Und ich würde mir wünschen, dass man mit uns Pflegeorganisationen, wir wissen, was die Leute brauchen. Klar. Wir haben jahrelange Erfahrung und da würden mir einfallen semistationäre Einrichtungen, Kurzzeitpflege, Demenz-Tagesbetreuungseinrichtungen, und die Angehörigen zu Hause entlassen durch mehr Stunden der mobilen Pflege, dann wird es ihnen mehr helfen. Absolut. Jetzt möchte ich noch zu Schwarz-Blau kommen. Das bewegt derzeit nicht nur Niederösterreich, sondern die ganze Republik. Sie waren ja auch am Samstag bei einer Demo gegen Schwarz-Blau. Wieso? Also zunächst leichte Korrektur, der Auslöser war eigentlich dieser UN-Tag gegen Rassismus. Stimmt, und aber natürlich, es wurde dann... Ich will mich nicht flüchten, sozusagen der Fragestellung, aber wir wollten darauf hinweisen. Und natürlich ist das am Freitag passiert und wir sind schon erschüttert, weil, und vor allem, wenn man eine Koalition eingeht, und das steht ja allen demokratischen Parteien freien, und das ist ja nicht der Punkt, aber insbesondere Waldhäusler hat ja diese berühmte Aussage getätigt, wo er sagt, zu den Kindern, Schülerinnen, eigentlich war es besser, wenn sie nicht da wird, ja, weil ihre Eltern migrantischer Herkunft sind. Und das ist schon eine unglaubliche Verwerfung. Also man muss sich vorstellen, dass man das Kindern, Schülerinnen mal sogar direkt sagt, also welche Härte, welche Skrupellosigkeit beinahe, würde ich sagen, man haben muss, um das
Kindern, Jugendlichen zu sagen, weil das verletzt sie zutiefst. Mhm. Und das ist schon Ausdruck dafür, dass man doch mit so einer Partei, die derzeit in Niederösterreich scheinbar so ausgerichtet ist, dass das nicht das ist, was sie Österreich verdient hat. Ja? Wohl wissend, dass sie gewählt werden. Aber auch da möchte ich noch mit zum Ausdruck bringen, es gibt, glaube ich, so viele Wähler, Wählerinnen der FPÖ, die nicht sie wählen unbedingt, weil sie rassistisch sind, sondern weil sie sehen, es gibt wenig andere Parteien, denen man es zutraut, jetzt irgendwie das System zu ändern. Nicht? Und sie sagen, wir ändern das System und deshalb wählen wir es. Also hier müssen die anderen lernfähiger sein. Und das Zweite ist halt auch, ich kenne Niederösterreich, glaube ich, wirklich gut. Und ich weiß, dass sozusagen hier oftmals keine öffentlichen Anbindungen sind. Ja? Und damit sozusagen verstehe ich schon, dass Individualverkehr nicht morgen abgeschafft werden kann. Aber man kann schon erinnern, dass es insbesondere damals in Niederösterreich war, dass man die Kleinbahnen geschlossen hat. Das ist alles nicht mehr ökonomisch. Wir müssen doch effizienter sein. Das brauchen wir nicht und so. Das sind Riesenversäumnisse, können wir jetzt auch nicht rückgängig machen. Aber es sind schon viele Versäumnisse passiert, dass der öffentliche Verkehr zu wenig ausgebaut worden ist. Und diese Konzepte, ne, zum Beispiel, dass jede Gemeinde zu Recht sagt, wir wollen an Wirten noch in, haben. Ne? Die Wirtshäuser werden jetzt gefördert. Aber dass man das verknüpft und sagt, mit irgendwelchen traditionellen, was auch immer, Speisen, das erscheint jetzt eh schon lächerlich, wenn man das zum Ausdruck bringt. Aber es zeigt schon, dass da so ein Geist der 50er, 60er Jahre fast drinnen steht. Ja? Also wo man solche Überlegungen anstellt. Also ich bin dafür, dass man den Sozialraum der Gemeinde stärkt, aber da hätte man auch nie am Rand der Städte fördern können, dass dort die großen Einkaufszentren kommen. Man hat die Innenstädte ausgehöhlt. Ne? Damit ist das Innenstadt- und Innendorfleben zerstört. Also ich sehe es zusammengefasst als wirklich problematisch. Es gibt ja viele, die das wirklich schlimm finden, gerade in Niederösterreich, wo so viele scheinbar vom Handheben und anderen Dingen nicht, auffällig geworden sind, dass man das ohne Not nämlich macht. Und da kann man, wir waren ja alle nicht bei der Verhandlung mit der Sozialdemokratie dabei, aber wenn man sich überlegt, welche Forderungen, nicht, es waren ein paar Forderungen, zum Beispiel Kinderbetreuungsplätze. Ich hätte mir vor 25 Jahren nicht gedacht, dass das in Österreich nicht gelungen ist. Mhm. Also allen Parteien nicht gelungen ist. Flächendeckender Kinderbetreuung als Respekt vor Väter und Mütter. Das ist ja nicht nur ein Frauenthema. Oder dass man sagt, man will die Pflege ausbauen. Nicht? Oder auch letztlich, ich glaube, der Punkt vielleicht, dass man sagt, man will auch ein Recht auf Arbeit organisieren, das womöglich nicht einmal mehr kostet, als die Arbeitslosigkeit zu finanzieren, wenn es einigermaßen freiwillig abgeht. Nicht? Also meine Erkenntnisse von dieser Marienthal-Studie, Grammat Neusel, sind ja so, dass viele jetzt nach Jahren Marginalisierung endlich Erwerbsarbeit haben und wieder Selbstwertgefühl haben, selbstständig sich machen, weil sie was verdienen. Also das sind die Forderungen, die, wenn man diskutiert, ja wahrscheinlich zu einem Ziel geführt hätten, aber leider nicht. Da ist halt die Erklärung der ÖVP, aber Sie haben richtigerweise gesagt, wir waren alle nicht dabei, dass es eine budgetäre Frage gewesen sei und dass die SPÖ angeblich nicht bereit gewesen wäre, da Kompromisse zu schließen, was die einzelnen Vorschläge angeht. Aber wir werden sehen. Vielen Dank, Erich Fenninger, für das Gespräch. Danke, Frau Daniel, hat mich sehr gefreut. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.